Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon mit unserem Rorschneider zusammen. Hallihallo. Der ist gerade draußen und trinkt den Regen. Ja. Und ja, ich habe mir wegen was vorbereitet, was wir so alles aufbauen wollen. Diese Folge wird ein bisschen mehr. Und zwar einmal einen Multismelter. Ich brauche einmal 8 Cupronickel-Coils. Ich brauche Muffler-Hedge, Maintenance-Hedge, Output-Bus, Input-Bus. Energy Hedge und Heatproofing Machine Casings. So, die baue ich natürlich jetzt mal als erstes auf und gehe mal in die Metallverarbeitung. Jetzt hoffe ich mal, dass ich auch noch weiß, wie ich den aufbauen muss. Ah, und unser Fohlen ist gerade dabei, sozusagen den zweiten EBF aufzustellen. So, wir haben hier einmal unseren, ja, unseren Implosion und unsere anderen Teile kommen hier hin. So, jetzt muss ich erstmal als erstes den Multismelter aufstellen. Auch Premiere. Auch noch nie gemacht. Ah, sogar richtig. So, Energy Hedge kommt auf jeden Fall hinten dran. Kennt man mittlerweile von mir. Maintenance Hedge kommt an die Seite. Dann habe ich Input Bus, Output Bus. Output Bus kommt hier hin, Input Bus kommt hier hin. Dann Muffler Hedge kommt oben drauf. So, das heißt, ich muss das Zeug jetzt so bauen. So, als nächstes braucht man dann, soweit ich weiß, einen Ring. Hier richtig. Also wenn er irgendwelche, wenn ihr euren EBF zum Beispiel updatet, könnt ihr zum Beispiel den dann verwenden. Die Coils. So, und dann kommt noch der Hedge oben drauf. Jetzt brauche ich mal einen Wrench. Hey, das geht mal richtig fix hier. So, nach oben. Und der hat sich connected. Sehr schön. Ja, das mache ich dann beim nächsten Mal. Muss ja auch noch hier die Stromleitung legen. Das heißt, hier kommt noch ein Battery Buffer hin. Die haben wir aber auch schon alle vorbereitet. So, das heißt, ab jetzt haben wir einen großen Ofen. Das heißt, wir können bis zu 9 Stacks rein jagen und er kann 9 Stacks rausjagen. Und je höher das der ist, umso mehr und umso schneller ist er. Müssen wir halt das nächste Mal testen. Beziehungsweise ich könnte mir mal einen kleinen Battery Buffer holen. Der steht hier drin. Den da brauche ich auch gleich, weil Okay. das will ich euch auch zeigen. Und dann habe ich hier mein Medium Voltage. Ich bin auch eigentlich auch lustig. Habe ich eigentlich ein Kabel da? Ich nehme jetzt mal ein Vierfach-Kupferkabel mit. Müsste reichen. Metallverarbeitung. Dankeschön. Ich bin auch beim Überlegen, ob ich hier sozusagen in diese Außenwände hier Maschinen hinstelle. Zum Beispiel, um halt Metall zu verarbeiten. Aber dann muss ich noch gucken. So, dann brauche ich jetzt als nächstes einen Battery Buffer. Jetzt werden einige sagen, du hast den aber li liegen lassen. Richtig. Weil ich einen einstecken hatte. Oh, und dann heißt es jetzt nämlich, du kommst mal dahin. Rohrschneider, kannst du mir mal bitte irgendein Metall bringen, das was wir mal durchschmelzen müssten und zwar ein bisschen etwas mehr als nur ein? Mehr als nur ein. Also auch nicht zwei, also mal richtig stackweise das Zeug vorbei bringen. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Ich hoffe, dass da nichts passiert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9, 6? Weißt du, ob wir noch ein Klebeband haben? Dann brauche ich das jetzt nicht Nee, schweißen. ich nicht. Ach, machen wir es halt schnell. Ist doch auch scheißegal. Hallo Turm. Wo bist du? Wo bist du? Bist du? Ich mache schnell ein Soldering Alloy. Ui, die smelt. Ja, den kennst du auch noch nicht, ne? Da.
Eben ist noch Pipe Loose Screws are missing und Genau, Gold. das mache ich Ich gerade. habe eine Feile, eine Metallverarbeiter. Säge, einen Wrench, einen Cutter, eine Crowbar. Ist alles einstecken? Das glaube ich ist das. Weiß ich nicht, das. 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 Multismelter, something is stuck. Okay. Nee, something is struck, das heißt, es fehlt noch was. Hast du die Crowbar? Die Crowbar wirst du nicht haben, ne? Nee, ich habe nur die. Schaust du mal? Passt? Nee, Something something is is stuck. stuck. Hast du das Schmelzen hier schon hier mit dem Ja, Soldering? die Circuits sind fertig. So, Screwdriver, Hammer. Moment, machen wir es halt nochmal. Gummihammer. Gummihammer hat jetzt sich gerade aufgebraucht. Na, jetzt ist er fertig. Ist fertig. Muss man hier das ganze Zeug da machen. So, das heißt, pack mal was in den Import-Bus. Meinetwegen erstmal ein Stack, bitte. Iron Dust. Gut. Dann brauche ich jetzt den Hammer. Nee, Jetzt nimm muss ich gleich mal. neun, neun von dem Stack sogar. Ey, das geht sogar. Schau mal da hinten hin. Das ist ja süß. Acht macht er auf einmal. Das heißt, Ja, aber verbrauchen. Ich hoffe, du hast es nicht aus dieser kleinen Kiste vorne rausgeholt. weiß ich nicht, Wo welche Iron, wo Schränke der denn? ganze Iron Dust drin war. Doch. Ja, der ist eigentlich dann dafür da, um zum Beispiel. Ja, das ist eine ganze Kiste voll. Ja, aber den können wir laufen lassen. Okay, da brauchen wir uns nicht drum sorgen. Also der frisst nicht viel. Er ist nur Was haben wir noch. hier? Ach, das ist der Implosive. Das ist der Implosive. Da machst du dann irgendwann deine Diamanten. Der frisst etwas mehr. Ja. Da kommt dann hier der Nimmt nächste langsam Battery. richtig. War hier gerade, wie hieß das Ding eigentlich, der Mod, wie mit den Trapdoors, nee, mit den Relings, war der hier auch drinne? Ja, der ist hier auch drin. Wie hieß denn der noch? Ich suche, ich suche, ich suche. Der Catwalks. Catwalks. Das meinst du, ne? So, okay. Dann lege ich mich mal schnell hin, stecke meinen Hammer ein. Da kann ich nämlich noch in den letzten paar Minuten, so in den letzten 12 Minuten, so schnell war ich noch nie. Tut mir fast leid. Du, ich habe ja jetzt hier mein Zaubernomicon, ne? Ja. Wie mache ich jetzt weiter? Ich habe ja 3 Milliarden Aspekte. Hast jetzt 3 Milliarden Aspekte. Ja, du musst jetzt halt. Also ich zeige jetzt euch erstmal das und dann erkläre ich Rohrschneider das andere. So, und zwar, ich habe gesagt, ich möchte sozusagen da vorne eine Biogasanlage bauen. Das heißt, es wird ein kleines Gebäude hinkommen und ja, irgendwo, wo dieses Multiblock-Teil da reinkommt. Weil man kann ja, wenn man das zeigt, Biomasse. Oh, ich habe sogar richtig eingegeben. Ich bin von mir verzückt. Biomasse. Ja, man kann es ja einmal über die Forestry-Schiene machen. Das will ich auf jeden Fall auch tun. Bin gerade leicht verwirrt, warum das nicht angezeigt wird. Biomasse.
Und die Bienen wieder angeschmissen. Wie heißt denn das von IC2? Industrial. Aber du kannst auch mit, wir können auch noch was anderes gucken. Ich bin gerade beim Gucken von dem Bio-Scheiß da. Den Weed kann ich arbeiten in Plant Balls, genau. Und den Plant Ball kann ich arbeiten zu Biomasse. Super. Warum zeigt er mir den nicht an? So, das kann ich ja im Pulverizer machen. Genau. Dann Brauchst kommt ja dann Biochef auf jeden Fall. kommt Plant Mass raus, dann kommt Biochef raus. Und das Biochef kann ich zu Biomasse verarbeiten. Richtig. Aber das auch in der Brewery. Scheiß im Genau, in den Ofen. Pyrolyseofen. Und den Pyrolyseofen will ich dann eben da reinhauen. Braucht 9000 EU. Der hat ein paar Kleinigkeiten. Da kann ich dann nämlich Heavy Öl herstellen. Aus Holz. Das braucht dann nämlich auch Rohrschneider. Da kann ich nämlich das Öl auch rüberschieben. Das hat er nämlich noch gar nicht gewusst, dass das geht. Nee. Aber wenn du mal kommst, dann kann ich dir zeigen, dass meine Dieselproduktion, die läuft ja auch schon. Ja, die kann man auch noch schnell zeigen. Und wir müssen demnächst mal einen Bohrturm bauen, ne? Dass wir unseren Bohrteil da aufstellen können, was wir mittlerweile auch schon vorbereitet Ja, haben. der frisst ja so viel Strom. Also, ne, hier haben wir das jetzt mal eingeschaltet. Also hier habe ich ne, Öl drinne. Die warte Öl wird verarbeitet in der Distillery genau. zu Sulfuric Light Fuel, genau. Genau, jetzt auch so zeige ich meine Pipes natürlich hier drüben in der Kiste. Die Fluid Pipes da. So. Geht es unten unterirdisch dann? Nee, ich habe die nur weggenommen dann. So, das heißt, dann kommt hier eine Verbindung hin und dann kriegt der hier das Sulfuric Light Fuel und hat nicht genug Energie. Weißt du, wenn du die Pipe weg hast. Ja, ich brauche ja nur paar leere Zellen. Achso, du hast noch keinen Strom angeschlossen. Doch, aber ich habe die nicht. Ich habe das noch nicht so wirklich angeschlossen, weil ich ja noch nicht das ja noch nicht in der Aufnahme gemacht hatte. Deswegen muss ich hier mit der ganzen Verkabelung. Also auf jeden Fall seht ihr hier und es wird halt noch alles So, da kommt automatisiert. was Hast du rein. eigentlich Da da kommt oben was rein. eine Ding dran? Einen Müsste bei dir auch wieder Strom kommen. Genug. hast du einen Konvoier drin? Dass das Heterogenzellzeug automatisch reingefüllt wird? Oder ist das Ausguss da oben? Das ist der Ausstoß. Okay. Den Input muss ich noch machen. Genau. Und der macht jetzt ja Light Fuel. Ne? Das ist ja das, was wir von Genau. vorher auch schon kannten. Und warum ist das so laut? Weil da kein Muffler drin ist. Du brauchst ja teilweise vier Muffler, um eine Maschine komplett zu kriegen. Also, ne, der haut jetzt hier das Light Fuel, haut er hier drüben in den Tank. Richtig. Und aus diesem Light Fuel, ne, macht er ja hier mit dem Glyceryl sowieso nicht aussprechbaren Zeug. Glyceryl. Ja, Können Glyceryl und das sogar zweite? Glycerin sein? Ja, also was ähnliches. Vorstufe, glaube ich. Und was heißt das dahinter? Was dahinter? Glyceryl, Trinitrat. Trinitrate, okay. Das kommt aus Afrika. Trinitrate, ja, okay. So, und das kommt dann natürlich da rein. Trinitrate Und der müsste es macht dann heißen. aus dem Light Fuel mit dem Glycerin-Scheiß, macht er hier oben Nitrodiesel. Nitrodiesel. Mit dem Nitrodiesel machen wir sau viel Strom. Richtig. Und zwar laut meiner Tabelle, wo ich mir mal aufgeschrieben habe, man kann es auch erkennen im Game, aber man darf nicht ganz genau nehmen. Ich habe mal schnell eine Zelle da. Habe ich jetzt eine Nitrozelle drin. Und dann steht hier jetzt dort Dieselgenerator Fuel. Nitrodieselzelle Fuel 720.000 EU. Steht da, dass die eigentlich macht. Man hat aber Verlust. Und man hat ja auch Verlust von der Maschine und sozusagen für die Weitergabe. Und man gibt mindestens einen Block weiter und ich habe es nicht geschafft. Ich habe nur 617.984 EU rausbekommen. Also das stimmt nicht ganz. Wie gesagt, man hat ja Verlust alleine schon an der Gasanlage hat man ja 10% Verlust.
Das heißt, bei 720.000 sind schon mal 72.000 so weg. Und dann hast du noch einen Weg von A nach B und dann hast du noch mal ein bisschen Verlust und dann kommt man ungefähr auf 620.000. So Pi mal Ja. Daumen. Genau, und das halt, wir haben jetzt hier schon mal für die Dieselgeneratoren jetzt auch mal richtigen Sprit. Richtig. So. Aber wie gesagt, also, unsere Kühe, den haben wir auch noch den Zaun erweitert und die Felder haben wir auch umgebaut. Kann ich schnell zeigen. Denn ich habe schon mal alles vorbereitet, wenn wir mal unsere Farmen bekommen sollten. Und falls ich Agrikraft irgendwie mal hier reinkriegen sollte. Dann habe ich schon mal soweit alles hier vorbereitet. Das heißt, das ist jetzt ein 9x9 Feld mit Zwischengang. Dann hier auch. Und ja, hier fehlt noch Steinchen. Habe ich leider keine einstecken. Ja, das können halt dann die Farmen rein. Okay, die Farmen haben zwar nur 7x7 und 11x11, aber das ist mir dann auch egal. Ja, muss ich. Fassen sie halt wegen rum und den Zaun haben wir wegen erweitert. Das heißt, jetzt können die Kühe auch bis zum Stall vorlaufen. So. Fleißigen Küchen. Ja, fleißigen Kühchen. Die geben Milch wie Sau. Da sind wir ja auch noch dabei. Da wollen wir ja auch noch irgendwie eine Cracktech-Maschine hinzufügen, die sozusagen mit Strom die Kühe melkt. Alle 12 Stunden. Also sozusagen ein Cooldown von 12 Stunden für die Kühchen. So, ich habe jetzt mir hier noch den Blog dabei, dieses Building Guide, wo Roschner das letzte Mal gemacht hat. Da hat er auch das Shader ja ein Problem damit. So, vor allem, der schaut total anders jetzt aus. Dieser Block ist von OpenBlock. Sehr schön. Und was kann der? Jetzt habe ich hier einen Schalter angebracht. Jetzt mache ich mal Licht an. Und jetzt seht ihr sozusagen von außen einen Dom. Ein Ghostblock-Dom. Genau, einen Ghostblock-Dom. So, und jetzt hat man da oben drauf schöne Pfeilchen. So, und jetzt klicke ich mal auf den Pfeil drauf und jetzt steht dort, ich habe es geändert zum Zylinder. Ich kann es jetzt wieder ändern. Jetzt habe ich ein Kuboid. Oh, cool. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, wie das ausschaut. Geil. Ja. So, dann kann ich hingehen und sagen, ich mache So einen viel. gefüllten. Und dann habe ich wieder einen Dome. Einen halben Ah, Halbdom. okay. Halben Dome, da können wir sogar eine Musikinsel draus, also ein Musikding draus machen. Eine Triangel. Das ist eine Triangel, also eine Pfeilspitze, wenn man es die Ein Leute. Dreieck, glaube ich, ist ein Triangel, oder? Ja. Dann haben wir hier ein Pentagon. Also, ihr könnt ja sogar das Pentagon nachbauen. Ein Wie viel habt ihr? Hexagon. Also, Pentagon sind, glaube ich, 5 Ecken und Hexagon sind, glaube ich, 6, ne? Ja, kann sein. Und ein Oktagon. Oktagon müssten 8 sein. Und eine Mittelachse. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel was ausrichten wollt, könnt ihr das jetzt zum Beispiel auch machen. Ist nur ein bisschen nervig, weil ich dann den Pfeil nicht sehe zum Treffen, zum Ändern. Nee. Oh, was bist denn du? Blind. Ich bin Hey, blind. wir können das MGM auch nachbauen. Ich bin blind hier. Ja, ich auch. Sehe nicht meinen Block. Bodenkreuz, da geht ganz viel. Und dann kann man an den Seiten kannst du ja auch noch einstellen, ne? Planes Mod, Sphäre. So, ja, genau. So, und dann seht ihr hier diese 1000 Plus und Minus. Also, ihr könnt einmal sagen, in welche Richtung. Also, das Also. heißt, ich ziehe jetzt den auf Minus. Das heißt, ich ziehe jetzt den zusammen zu uns. Und zwar oben. Das ist oben. Das ist unten. Das ist rechts. Das ist links. Ja, das heißt, jetzt könnt ihr jetzt Minus drücken. Ihr könnt wieder Plus drücken. Ja, das heißt, jetzt vergrößert, dann steht ja dort auch die Größe dort. Das Ding ist jetzt 8 mal 8, 8, 8. Jetzt ist es 8, 9, 8. Jetzt ist es 8, 10, 8. Also das heißt, die mittlere Zahl ist sozusagen die Höhe. Dann haben wir ja halt hier. Also da kann man halt sich den Dom so einstellen, wie man braucht. Und wie gesagt, dadurch, dass das ja sozusagen eine Biogasanlage sein soll, will ich halt hier einen kleinen Dom haben.
Der wird zwar ein bisschen dann höher angesetzt, weil ich halt auch unten Mauer drumherum haben will. Und wie gesagt, da wird dann der Pyrolyseofen reinkommen, damit man die Biogas und das und Öl halt herstellen kann. Ja, und wie gesagt, man kann das halt alles schön verschieben, dass man das halt Ja, richtig also als Vorlage ausgemustert echt haben top. kann. Und wie gesagt, wenn man das Ding nicht mehr haben will, macht man einfach mal den Lichtschalter aus und das Ding ist weg. Also ich finde diesen Block richtig cool und ich glaube, hier kann man das Ding sogar drehen. Jo, kann man. Sehr schön. Ja, wenn man oben auf die Pfeiltasten drückt. Also wie gesagt, ist halt von jeder Seite einstellbar. Klar, muss ja auch sein, weil sonst hat man dann ein kleines Problem. Das, ja. Was? So. Hat versucht, oh, über die Entfernung, dich mit meinem Zauberstab verzaubern. Also. Aber geht nicht. Da kommt nichts rausgeschießt. Nee, da kommt höchstens ein anderer Schieß raus. So, ja, aber das wird jetzt auf jeden Fall meine nächste Tätigkeit. Und ich werde mit diesem Block auch anfangen, unsere Tempelanlage zu bauen. Die entsteht ja da hinten, wo unsere Tore sind. Wir wissen ja schon, dass mit dem nächsten Update sozusagen unser Nether resettet werden muss. Das heißt, wir werden auch den Nether komplett irgendwann abbauen. Alles, was wir aufgebaut haben, was noch uns für uns wichtig erscheint. Das wird jetzt sozusagen meine To-Do-Liste alles. Denn, ja. Jetzt ist ja er schon wieder mal im Urlaub. Ich bin schon wieder in England. Schöne Genau. Grüße aus England. Und, genau. Dann werde ich da sozusagen meine Sachen machen. Das heißt, wundert euch nicht, dass bei der nächsten Folge das dann immer noch nicht passiert ist. Aber dann eventuell in der übernächsten. Genau. Oder überübernächsten. Ja, Jo. ja, 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 Gut. Dann da habe hab ich jetzt mal eine einiges. Frage. Da habe ich noch eine Frage. Ja. Frage. Wollt ihr denn, da können die Leute mal drunter schreiben, ob sie sehen wollen, wie wir die Tempelanlage bauen oder ob wir die so bauen? Teils oder teils, teils. Das können sie mal reinschreiben. Das wäre cool. Ja, ich Ob ihr hab's nur sehen wollt, jetzt. wie wir Gebäude bauen oder ob wir, ihr sagt so, nö, die Technik ist cool, aber der Rest, der ist egal. Den brauchen wir nicht gucken. Ja, vielleicht packe ich das in Stream am Samstag. Oder so? Genau, Brauchst du im das könnt ihr mal Stream? drunter schreiben, wie gesagt. Also dieses Gebäude habe ich ja komplett offline gebaut, weil ich weiß nicht, ob das jemand sehen will, wie wir das Zeug bauen, weil wie gesagt, wir müssen ja erstmal die Materialien dafür herkriegen und die kommen nicht so schnell. Das dauert teilweise 12 bis 20 Stunden oder so. Ja, allein das Zusammenfarmen und dann Verarbeiten ist schon. Ist schon heftig. Wie gesagt, ich habe ja noch einiges vor. Ich will ja auch einen Steinbruch bauen, dass wir dieses Problem nicht mehr so haben. Der kommt ja auch da hinten hin. Ja, hin. Da, dahin. Da hinten hin, ja. Sozusagen hinter das Gebäude kommt dann so ein kleiner Steinbruch, wo man dann auch mit einem kleinen Minecart nach unten gehen und dann wird halt auch da, wie gesagt, die ganzen Steine verarbeitet. Wenn wir mal Gravel brauchen, dass wir da hingehen können und das Zeug holen. Ja, dass wir nicht mehr, okay, bei Steinen ist es jetzt nicht so schlimm, aber zum Beispiel, wir haben das Problem bei Sand, teilweise auch bei Gravel. Und wie Muss man halt gesagt, immer wir mal sind ja gucken, auch was noch wir so nebenbei brauchen. am Pack-Testen für die nächste Version. Und wenn sich da Leute finden, die sagen, ey, ich hätte da Bock, dann kommt es einfach mal bei uns auf dem TS vorbei. Dann können wir euch die Daten zur Verfügung stellen, die uns Dream Master Genau. da gibt, beziehungsweise auf den Discord verweisen von ihm. Da könnt ihr euch die Sachen runterladen und dann auch für ihn testen. Jo. Genau. Und wie gesagt, und wenn der sagt, ey, das macht total Spaß, die sind total bekloppt, was die alles bauen, dann könnt ihr auch auf dem Community-Server vorbeikommen. Momentan ist zum Beispiel Scorn drauf, unser Fohlen ist, glaube ich, auch drauf. Ja, Und ja. und Stratcom, der bei uns auch immer im Livestream da als Besucher da ist, der hat zum Beispiel, der darf auch schon drauf rumspielen. Richtig, also wie Ne? gesagt. Also das ist auch ein Open-Build-Server, da ist keine Grundstücksbegrenzung oder ähnliches, aber ne, man benimmt sich halt. Richtig. Deswegen, ne, stellt euch mit Fohlen PvP, im TS gut, PvP dann ist geht das. aus, muss man dazu sagen. Diejenigen, wo den Stream schon gesehen haben, die wissen, was ich meine. Ja, Das sonst ist würde Draken nur extra alle deswegen verprügeln. aus, weil nicht, dass da
das Getöte losgeht und dann der eine schreit, sagt, ja, da haben wir nicht so viel geklaut und so. Nee, danke. Brauchen wir nicht. Sowas So, gibt's nicht. und ich sehe gerade, ich weiß, was ich für meine nächste Folge vorbereite. Ich brauche einen Akklimatizer. Ja, genau. Und wir müssen auch eh noch, also ich habe mich jetzt ja auch mal dran getraut, mal so ein bisschen Drake noch unter die Arme zu greifen mit Towncraft. Ja, Da muss und ich ich halt hoffe, mal dass wir noch gucken. Unterstützung von der dritten Partei kriegen. Bin der Königin der Hexen. Richtig. Richtig, mit Roboterstimme. So, gut. Aber das war schon für die Folge. Wie gesagt, die Mauer will ich auch noch bauen und den Ja, die Marktplatz Mauer und will ich alles auch drum und noch dran. bauen. Oh mein Gott, wir haben noch so viel zu tun. In Ja, dem viel, Sinne, viel, vielen Dank viel. fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.